Herzlich willkommen hier beim Rudermisten. Heute werfen wir einen Blick auf die Granattaschen. Vorweg möchte ich aber einmal sagen, dass die verwendeten Granaten entweder 3D gedruckt sind, aus Holz gefräst sind oder zwar Originale, aber deaktiviert. Das heißt, der komplette Zündmechanismus wurde abgeflext. Als erstes haben wir die Handgranatentasche der RGD-33. Wie die Zahl hinten schon sagt, wurde diese 1933 eingeführt. Zu öffnen war sie mit einem Schnallenverschluss, es gab sie aber auch mit einem Knebel oder einem Knopf. Wenn wir uns sie jetzt angucken, haben wir hier hinten eine kleine Extratasche. Dort wurden denn zwei der Zündkapseln mitgeführt, die erst vorm Einsatz eingesetzt worden sind. Wie man hier schon sieht, ist diese Handgranatentasche ausgelegt, um zwei RGD-33 mitzuführen. Man konnte auch zwei Granaten 1914-30 mitführen oder vier F1-Handgranaten, später vier RG-42-Granaten. Wie man sie reinzustecken hatte, ist ja klar und ergibt sich aus dem Bild. Mit dem Sprengkörper unten und dem Griff oben. 1941 gab es dann eine sogenannte Kombi-Handgranatentasche. Wie man schon erkennen kann, wurde nämlich hinten im hinteren Teil und auch nach unten rauszunehmend ein Feldspatenfach eingebaut. Dadurch, dass diese Granatentasche an das Spatenblatt angepasst war, war diese deutlich größer im Innenraum. Zwar sollte es genauso wie das vorherige Modell nur zwei Granaten fassen, man konnte aber die doppelte Menge an vorgeschriebenen Granaten mitführen. Also vier RGD-33 oder 1914-30er oder sogar 8 F1-Granaten oder später 8 RG-42. Auch hier hatte man eine Extratasche für die Zünder drin verbaut. Diese Granattasche war aber äußerst selten. Zwar war sie im festen Packplan oder Ausrüstungsplan auch mit aufgelistet, aber Originalfotos oder mal den Verweis, dass jemand diese Tasche verwendet hat, findet man doch sehr selten aus der Zeit. Und so ist sie ein kleines exotisches Exemplar. Die gleich gezeigte Granattasche für die RG-42 wurde zwar schon für die F1 geplant und dort nur speziell für die Panzertruppen. Allerdings wurde die in den frühen Kriegsjahren scheinbar nicht ausgegeben. Es gibt dafür keine Belege. Die Granattasche für die F1 wurde dann für die RG-42 praktisch nochmal neu hervorgeholt und eingeplant, sodass sie oft auch als RG-42 Granattasche genannt wird. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt war es extrem selten, dass diese ausgegeben worden sind. Ich persönlich habe nicht ein Bild dieser Dreikammer-Granattasche gefunden. Wenn, dann haben die sowjetischen Soldaten scheinbar nur die Granattasche der RGD-33 getragen. Und zum Schluss kommt dann noch die Granattasche für die RG-42. Die 1942 die anderen beiden Modelle ersetzen sollte. Es gab sie, wie man hier sieht, mit einem Knopf- oder Knebelverschluss oder mit Schnallenverschluss. Hier sieht man, ich habe einmal eine F1-Granate drin und eine RG-42. Die Modelle des Zweiten Weltkriegs haben alle drei Fächer. Es gibt welche, also Nachkriegsmodelle mit zwei Fächern, die werden sehr gerne als
Weltkriegsmodelle verkauft, sind sie aber nicht. Die Weltkriegsmodelle haben diese drei Fächer. Für die Lagerung der F1 oder RG42 haben sich sogar einige Soldaten Patrontaschen umgebaut, indem sie oben einfach ein Loch reingeschnitten haben, wo sie dann den ganzen Zündmechanismus durchstecken konnten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.